Pünktlich zur Skisaison packt der ADAC 13 Dachboxen. Die müssen sich nun im anstehenden Crash beweisen, denn Sicherheit und Stabilität sind das A und O. Überprüft werden aber auch die Fahreigenschaften, die Regendichtigkeit und Kältefestigkeit der Boxen. Außerdem sind weitere Punkte wichtig, zum Beispiel darf die Montage nicht allzu kompliziert sein. Die Spanngurte und Halteösen in der Dachbox müssen auch stabil genug ausgeführt sein, damit ich mein Gepäck auch sicher verzurren kann. Und zu guter Letzt ist eine leichte Dachbox natürlich auch von Vorteil. Man muss sie auch aufs Dach heben können. Bei uns im Test waren die Dachboxen zwischen 14 und 24 Kilo schwer. Da lohnt sich der Vergleich. Testsieger wurde die Ski- und Gepäckbox von Audi, die als eine von 8 Boxen das ADAC-Urteil gut erhält. Unter den Bestplatzierten sind aber auch einige Hersteller unabhängige Produkte. Die Boxen der großen Automarken schneiden also nicht automatisch besser ab. Zwei der getesteten Boxen zeigten dagegen eklatante Schwächen im Crashtest. Die beiden Testverlierer von Northline und VDP haben sich bei den Crashtests vom Grundträger gelöst, was für die anderen Verkehrsteilnehmer ein hohes Unfall- und Verletzungsrisiko darstellen kann. Außerdem ist der Deckel der VTP-Box bei den Kälteprüfungen gesprungen. In alpinen Regionen hat es gern mal minus 20 Grad. Das muss eine Dachbox aber heutzutage aushalten können. Und schließlich hält die VTP-Box nicht, was der Hersteller verspricht, denn es gehen 20% bzw. 80 Liter weniger Volumen rein als angegeben. Entscheidend beim Packen ist jedoch nicht nur die Volumenangabe der Box. Geachtet werden sollte unbedingt auch auf die Dachlast des Fahrzeugs. Wie hoch die maximal zulässige Dachlast eines Autos ist, steht nicht im Fahrzeugschein, sondern man muss sich den Wert aus der Bedienungsanleitung raussuchen. Damit läuft man dann los und muss dann wissen, wie schwer ist die leere Dachbox, wie viel wiegt mein Gepäck in der Dachbox und nicht vergessen, wie schwer ist mein Grundträgersystem. Diese drei Werte muss ich addieren und darf nicht über die zulässige Dachlast des Fahrzeugs hinausgehen. Wird die Dachbox gerade nicht gebraucht, sollte sie samt Grundträger wieder demontiert werden. Ein höherer Spritverbrauch und unnötige Windgeräusche können so vermieden werden.